den Bundeskanzler. Die SPD regiert aber jetzt seit 98. Wir sind ja nicht eine Präsidialdemokratie. Ja, aber sie... Die SPD regiert seit 98, absolut richtig. Und damals hat sie die Steuern für die Reichen gesenkt. Die SPD ist dafür verantwortlich, dass wir heute so geringe Steuern für Reiche haben. Wir regieren jetzt hier wirklich seit über 20 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung. Und es war immer die ganze Zeit so, dass der Normalbürger, die Mittelschicht, eher stärker belastet wurde, die oben eher weniger. Deswegen ist es einfach unglaubwürdig. Im Übrigen hat auch Herr Lindner gelogen. Es stimmt ja gar nicht, dass es keine Steuererhöhung gibt. Also im nächsten Jahr steigt die Mehrwertsteuer auf Gas, auf Heizwärme, bei der Gastronomie. Es steigt der CO2-Preis, die Mautreform. Das sind insgesamt Erhöhungen von 23 Milliarden, die die Bürgerinnen und Bürger, und zwar vor allem wieder die mit kleinem und mittlerem Geldbeutel, aufbringen müssen. Also wenn Lindner überall rumtönt, keine Steuererhöhungen, ist das zutiefst unehrlich. Die normalen Einkommen sind allerdings von uns im Soli entlastet worden, zahlen die EEG-Umlage seit dem letzten Jahr nicht mehr. Der Mindestlohn ist eingeführt worden, bei dem Sie sich übrigens beide enthalten haben im Deutschen Bundestag, als darüber abgestimmt. Also Wagenknecht ist absolut antiglobalistisch, für die, die es gerade im Chat schreiben. Wurde. Wo das sich die Menschen nicht wehren ist schon ein können. Bunter und also es wird der Strom noch mal teurer, es wird das Gas noch mal teurer. Wir haben den Gedanken, Sie haben es günstiger gemacht, Entschuldigung. Ja, und jetzt wissen wir, wo die Preise letztes Jahr gewesen sind. Wir haben die Gaspreise zuerst verzwanzigfacht durch unser bescheuerten Wirtschaftsknick, dann haben wir die Steuer ein bisschen gesenkt und jetzt, wo die Gaspreise nicht mehr ganz verzwanzigfacht haben, sondern nur noch verdreifacht, vervierfacht, jetzt hauen wir die Steuern wieder drauf. Was wollen Sie eigentlich? Was soll man zu dieser Partei noch sagen? Beginnen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, dann, als die Gaspreise so extrem hoch sind, senken sie ein bisschen die Steuern, jetzt wo die Gaspreise immer noch überhöht sind, jetzt senken sie die Steuern, jetzt erhöhen sie die Steuern wieder aufs alte Niveau und sagen, was wollt ihr denn eigentlich, wir haben die doch gesenkt. Also, ey, Volksverarsche in Reinform, weg mit dieser Partei. Wir sind naja, wegen ganz aber kurz nochmal bei der Verunsicherung, Frau Ammann, zu der natürlich wirklich tatsächlich beigetragen wird, weil man sich überhaupt keinen Reim darauf machen kann als normaler Bürger, was man im Lichte des nächsten Jahres eigentlich haben wird. Was wird weggenommen, was wird an Preisen steigen? Also Wagenknecht ist gegen die EU, Wagenknecht ist gegen die NATO, Wagenknecht ist gegen die wokistische Ideologie, Wagenknecht ist gegen zusätzliche Migration. Willst du noch irgendwas, wo sie antiglobalistisch ist? Wagenknecht ist gegen die Deindustrialisierung unseres Landes, was ja auch dem internationalen Finanzkapital mehr Kontrolle hier in Deutschland geben würde. Also wie antiglobalistischer kannst du bitte sein? Also da, ich will jetzt nicht auf diesen Punkt so komplett eingehen, aber egal welchen, also Globalismus ist ja ein breites Feld, worüber man da genau debattiert. Der Begriff, wer ihn nicht kennt, der kommt von Ulrich Beck. Man könnte den ja wirtschaftlich mit Freihandelsideologie übersetzen, aber kulturell steckt da ja noch ein bisschen mehr dahinter. Beispielsweise diese Woke-Ideologie, die wird häufig als globalistisch betrieben. Diese, ja, wie gesagt, diese westlichen Werte, dieser ja westliche Werteimperialismus, wir müssen jetzt der ganzen Welt hier unsere Regenbogen-Ideologie aufzwingen, das wird auch als globalistisch betrieben. Also kann man jetzt viel differenziert drüber reden, über dieses Thema. Da möchte ich jetzt nicht so en Detail drauf eingehen, aber zeigen, welche Situation werde ich rund um meinen Arbeitsplatz haben. Das ist nicht berechenbar für die Bürger in diesem Land. Was glauben Sie, wie spät kann man da mit einem Plan um die Ecke kommen? Tja, also ich finde, wenn man die, muss man einfach so sagen, die Arroganz und die Kälte hört, mit der Herr Lindner über seinen Koalitionspartner spricht, da muss man sich wirklich, also einerseits versteht man dann, warum die Einigung doch ganz schön länger dauert als geplant. Ja, wieder über seinen Koalitionspartner, also lösch dich. Also die Spiegelfrau hier, die braucht man uns nicht ansehen. Also, Seiten eingebaut. Es ist mir einfach zu dumm. Sorry, ich sag dazu nichts mehr. Schreibt gerade einer, das Parteisystem ist fake, vollkommen egal, wen man wählt, wir bleiben versklavt, absolut, die Altparteien, absolut, aber ich hoffe, dass es mit der Wagenknecht-Partei anders wird. Ich hoffe, dass es mit der Wagenknecht-Partei anders wird, das sehen wir dann. Gemauert und könnten sich was Einfacheres wünschen, auch als Generalsekretär vielleicht. Naja, ich würde mir natürlich bessere Umfragewerte für meine Partei wünschen. Alter, jetzt sind wir schon wieder im parteipolitischen Klein-Klein. Ich hasse solche Talkshows. Aber das mal beiseite gelassen, das tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Ich bin auch einfach Demokrat und mache mir Gedanken darum, wie das in unserer Demokratie weitergeht. Das wird eher der Normalfall in Zukunft sein, dass drei Parteien, manchmal auch mehr, Regierungen zusammenbilden müssen. Bin ich jetzt erfreut über das, was ich von unserem Koalitionspartner gerade gehört habe? Nee, können Sie sich denken. Aber ich bin dafür, dass wir eine Demokratie haben, in der Leute wie Herr Lindner und Leute wie ich, zumindest mal für eine Zeit, wenn es die Mehrheiten nicht anders hergeben, zusammen in der Koalition sein müssen, damit
damit die Sachen vorangehen. Beim nächsten Mal kämpfe ich leidenschaftlich dafür, dass wir andere Mehrheiten haben. Aber ja, da hat es gerade einer im Chat, solche Talkshows haben minimalen Erkenntnisgewinn. Absolut, ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist eigentlich Volksverdummung. Und hier hat man mal zwei Leute eingeladen, die wirklich wissen, wovon sie reden. Nämlich Wagenknecht und Südekum. Und Südekum, der hat sich ja vor allem zur konjunkturellen Lage geäußert. Und das, was er da gesagt hat, Deutschland ist in der Rezession. Also ich hätte mich noch schärfer ausgedrückt. Der Flassbeck, den eingeladen hätte, der hat sich wahrscheinlich auch noch schärfer, noch deutlicher ausgedrückt. Aber stimmt, man hat da schon mal das wesentliche Problem benannt, hat das auch ökonomisch gut begründet, hat auch all diesen Einwänden, oh, wir könnten ja beim Sozialen sparen, das bestimmt alles gut, hat die entkräftet. Also ja, aber dieses Politikergewäsch, das, also eigentlich hätte ein vernünftiger Moderator hier den Kühnert und den Lindemann ausbremsen müssen und von denen klare Antworten fordern müssen. Und Wagenknecht und Südekum mal ausreden lassen, denn die haben ja sinnvolle Sachen gesagt. Kühnert und Lindemann reden, ohne was zu sagen. Aber ja, ihr habt Ilner dann einfach reden lassen und das dann immer wieder auf solche, ja, den Diskurs immer wieder auf solche unwichtigen Themen, auf solche Ablenkungsdebatten geführt. Das war das Problem. Deswegen, ohne, ich hab's schon gesagt, ohne Maybrit Ilner wäre diese Debatte hier, hätte die wahrscheinlich eine höhere Qualität gehabt. Weil Lindemann und Kühnert dann nicht immer wieder auf diese parteipolitische Klein zurückgeworfen worden wären, sondern weil sie dann, ja, sich tatsächlich vielleicht mal zu den Thesen von Wagenknecht oder Südekum hätten äußern müssen. Aber die Moderatorin hat wirklich Angst dafür getan, damit sie das eben nicht tun müssen. Aber ich bin dafür, dass das geht. Weil ich habe gesehen vor 2-3 Wochen, wie doch hoffentlich wir alle, was bei unseren Nachbarn in den Niederlanden passiert ist. Wenn Parteien wegen Haushaltsstreitigkeiten oder weil jemand sich einen kleinkarierten Vorteil erhofft, eine Regierung aufkündigen und die lachenden Dritten sind am Ende die Rechtsradikalen, bei denen jetzt jeder Zweite in den Niederlanden sagt, ich kann mir vorstellen, dass der Typ an der Spitze, der genauso rechtsradikal wie immer in seiner Geschichte ist, dass der jetzt noch Ministerpräsident wird. Ich will sowas nicht in Deutschland. Und deswegen... Ich will kein Land, in dem ein SPDler Kanzler wird. Gut, was machen wir jetzt? Mal zur Wahlurne gehen und nochmal gucken, wie das nächste Mal gewählt wird. Möchte ich, dass wir als demokratische Parteien hart in der Sache streiten, aber dass wir es am Ende zusammen hinkriegen. Ja, und deswegen sehne ich mich nach keiner großen Koalition, aber danach mit unserer Geschichte. Und für sich und die SPD formuliert, jetzt auch auf dem Parteitag, aber auch überhaupt. Wir wissen, was die Grünen und eigentlich die gesamte Ampel natürlich schaffen will. Ist das zu einem in Ihren Augen? Das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, es, dass erstmal sozusagen die kurzfristige Lösung da geschaffen wird. Ja, ich möchte aber sagen, die längerfristige Lösung kann aus meiner Sicht wirklich nur im Konsens aller demokratischen Parteien gefunden werden. Mhm. Weil jetzt bei den grundsätzlichen Reformen kommt es auf die Union an. Und die Union muss sich natürlich auch die Frage stellen, wenn sie auch die nächste Wahl mal gewinnen will, mit welchem Haushalt, mit welcher Haushaltssituation will man dann umgehen? Weil die Probleme werden nicht kleiner. Ja? Die Haushalte werden auch in den kommenden Jahren noch immer stärker unter Druck geraten. Und da braucht man eine grundsätzliche Architektur, die funktioniert. Und ich glaube, das gilt für alle Parteien. Und deswegen warum bleibt er so allgemein? Er sagt, also das, was er gesagt hat, ist ja richtig. Die Unternehmen sind Nettosparer, die Unternehmen investieren nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Situation, die wir im Kapitalismus in den 50er, 60er, 70er Jahren hatten. Wir haben eine Situation, in der die Unternehmen sparen und in der der Staat dauerhaft Schulden machen muss, in der es gar nicht anders geht. Das heißt, die Haushalte werden irgendwie abstrakt unter Druck geraten. Nein, die Unternehmen, die investieren nicht, also muss der Staat das machen. Es geht nicht anders und schrumpft die Wirtschaftsleistung, sonst ist unser Einkommen geringer. Das ist der zentrale Zusammenhang und den muss ein Ökonom so klarstellen. Wie gesagt, die sollten eigentlich mal den Flassbeck einladen, der würde das auch so sagen. Wie gesagt, der Südekum, was er sagt, das ist ja nicht falsch, aber diesen zentralen Zusammenhang muss man mal erwähnen. Sonst bleibt das, was man sagt, halt ein bisschen farblos. Sonst, ja, ich habe das Gefühl, er drückt sich die ganze Zeit viel vorsichtiger aus, als er es eigentlich... Da fehlt die Schärfe, da fehlt die Schärfe und da fehlt, ich will nicht sagen, da fehlt die klare Analyse, denn seine Aussagen sind ja größtenteils richtig, aber es reicht nur nicht. Glaube ich, der nächste Schritt, also jetzt erstmal kurzfristig, muss man diesen Haushalt 24 realistisch über die Ziellinie bringen, ja, und sich jetzt sozusagen nicht in diesen Kürzungsdiskussionen verlieren, die am Ende nicht funktionieren werden. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, dann quasi ab dem 2. Januar 2024, muss man eine grundsätzliche Diskussion führen über die finanzpolitische Architektur. Und da hoffe ich, dass eben wirklich letztlich die Ampel und die Union sich auch verständigen können. Sei es eine Reform der Schuldenbremse, die Alternative, die vielleicht noch etwas anschlussfähiger ist, ist, dass man eben sagt, wir machen ein Sondervermögen, Klimatransformation nach dem Vorbild des Sondervermögens für die Bundeswehr. Wir machen ein Sondervermögen, Klimatransformation. Oh Gott. Also jetzt hast du den Teil der Zuschauer verloren, die irgendwas gegen Klimaschutz haben. Dankeschön. Nächster. Gott, wir machen ein Sondervermögen, stoppt die Deindustrialisierung. Das hätte man vielleicht jetzt vorschlagen können. Das würdest du auch vielleicht eine Mehrheit eher für kriegen. Also, dass man da schon irgendwas draufschreiben muss, was mit irgendwelchen anderen Projekten was zu tun hat. Wie gesagt, über Klimaschutz will ich jetzt gar nicht diskutieren.
Ja, also ja, aber dass man da etwas, ja, dass man da so ein anderes Projekt draufschreibt, was eigentlich nichts mit der konjunkturellen Situation zu tun hat, das sollte man nicht machen. Das sollte man nicht machen. Es ist sinnvoll, Geld auszugeben, weil die privaten Unternehmen es nicht tun und weil die Wirtschaft sonst schrumpft. Und ja, wir haben riesige Probleme. Also jetzt Klimatransformation lässt sich drüber streiten, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber unsere verrottende Infrastruktur, die steigende Armut. Also das sind ja Probleme, da könnte man ja Geld raushauen. Also es wird ja gerade in allen Bereichen auch zusammengekürzt, außer vielleicht im Rüstungssektor. Bundeswehr verankern das in der Verfassung, machen es darüber rechtssicher und haben darüber dann eben auch eine wirkliche Planbarkeit, was die Finanzen angeht. Da bräuchte und man kombiniert auch das meinetwegen dann mit anderen Reformen, die auch notwendig sind. Und hat da was soll diese vorsichtige Ausdrucksweise? Verdammt! Die Wirtschaft stürzt ab. Wir müssen Geld ausgeben, weil der Absturz und weitergeht. Punkt. Ende aus. Da kann die Argumentation schon zu Ende sein. Da muss man nicht mehr irgendwelche sinnvollen Projekte nennen oder versuchen, irgendwie konkret Verbündete zu holen, sondern einfach das grundsätzlich sagen, wer das leugnet, der will die Zerstörung Deutschlands. Jedenfalls, er betreibt die Zerstörung Deutschlands. Ob er sehr aktiv will oder einfach nur dumm ist, das kann man dann noch irgendwie diskutieren. Aber diese Schuldenbremse, die ist ein Anschlag auf unsere Verfassung, weil sie nicht eingehalten werden kann. In einer Verfassung, die Regeln, auf die gar nicht eingehalten werden können, die delegitimiert sich selbst. Diesen ideologischen Irrsinn hätte man niemals in unsere Verfassung schreiben sollen. Und so deutlich muss ein Ökonom auch argumentieren. Aber dann vielleicht ein Kompromiss. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Aber als Bürger würde ich mir das zumindest wünschen. Mhm. Bräuchte okay. Man auch wieder die Union und die schüttelt noch den Kopf. Dass nee. Und ich gehe gegen die menschengemachte Deindustrialisierung, um mal kurz auf den Chat einzugehen. Wir haben ja damals mitgemacht bei der Bundeswehr mit den 100. Ja, daran 100 ändern wir uns. Und alle anderen Fragen, wenn wir am Montag. Ja, beim Rüstungsindustrie pudern, da machen wir natürlich immer mit. Montag also, beantworten, dann stellen wir unser neues Grundsatzprogramm vor. Also ich finde es sehr gut, also selbst wer politisch null informiert ist, der müsste ja hier, wenn er ein bisschen zugehört hat, gemerkt haben, dass CDU und SPD absolut das Gleiche wollen und keinen Plan haben. Also wenigstens das dürfte ja klar geworden sein, selbst für die ganzen NPCs, die das hier jetzt schauen und denken, sie würden politisch was erfahren. Und dann können Sie das alles sehen. Also sehr Altparteien sind am Ende, was soll man dazu noch sagen? Und dann das ist doch zumindest kein wissen klares wir eigentlich, Nein, das ist doch ein schöner Cliffhanger, dann wissen wir aber auf jeden Fall, dass Sie es eigentlich abgelehnt haben, sich mit einem solchen Sondereigentum Klima zu befassen. Denn es würde das Problem für die Union ja nicht einfacher machen. Ja, wir sehen das ja beim Sondervermögen der Bundeswehr. Ein paar Milliarden sind abgerufen, irgendwie nur ein Drittel irgendwie unter Vorbehalt. Ja, für Krieg ist immer Geld da, natürlich. Dass damit jetzt geplant wird. Das wollte ich. Es geht, also es gut. Der jetzige funktioniert nicht. Ja nicht. Wir machen einen Punkt. Ich darf mich bedanken für diese Diskussion am heutigen Abend und gebe ziemlich hurtig zu Markus Lanz, der heute unter anderem Michael Wolfsohn zu Gast hat. Oh Gott! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nicht Markus Lanz, nicht irgendwelche pro-westlichen Militärexperten. Davon habe ich schon genug gehört. Keine Ahnung, was der so von Beruf ist. Ah, das sind ja die Themen, zu denen er sich immer äußert. So. Ich würde tatsächlich sagen, ich gebe euch jetzt noch ein paar Empfehlungen. Hier, YouTube, die 13-Fragen-Analyse, Funk will uns für dumm verkaufen. Das Video hatte ich euch vorhin empfohlen. Da habe ich vor ziemlich genau einem Jahr habe ich da erklärt, warum die Aktienrente Schwachsinn ist und wie Funk uns durch ja wirklich widerliche Propaganda damals manipuliert hat in dieser 13-Fragen-Folge. Dann mein YouTube-Kanal, also Agitator der sozialen Marktwirtschaft, so heißt mein Erstkanal. Die sekundäre Agitation, so heißt mein Zweitkanal. Ja, schaut euch den gerne an. Die sekundäre Agitation. So, abonniert die Kanäle auch gerne. In diesem Sinne,